Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den modernen Schweinestall an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder 750 Ti Modding. Gibt es einen PC/Mac auch für die Konsolen, findet ihr einmal im Baumenü unter Tiere, Schweine und dann habt ihr den modernen Schweinestall. Kostet euch 50.000 Euro in der Anschaffung, keine Unterhaltskosten, hat eine Kapazität von 150 Schweinen. Beschreibung ist relativ, ne? Ein moderner Schweinestall im europäischen Stil wird das Ganze beschrieben. Nun, ihr seht es vielleicht schon im Menü selber, ihr braucht nicht viel Platz für diesen Stall. Der ist relativ kompakt, dafür, dass er 150 Dinger aufnimmt. Wir haben hier vorne einmal das Tiermenü, einmal die Gülleausgabe. Am Tiermenü selber ist dann hier noch das Tor, um hier reinzukommen. Was allerdings reinen, ich nenne es mal Dekorationszwecken entspricht. Denn weil hier drinnen, seht ihr, sind keine Trigger. Die sind alle im Außenbereich. Ihr könnt euch aber trotzdem natürlich hier drinnen umschauen. 150 Tiere passen auch hier unmittelbar mit rein. Also sprich, wenn ihr hier Dings seid. Ne, Tiermenü, zack, seht ihr 150, ich habe jetzt hier deutsches, buntes und schwarzes in dem Fall mit drin. Ihr seht auch hier sind dementsprechend auch befleckt und hier sind auch die paar schwarzen mit drin. Haut also soweit alles mit hin, grunzen ein bisschen, latschen ein bisschen rum, alles schick, alles schön. Wir haben Lichtschalter drin, wo wir das Ganze hier an- und ausschalten können. Ne, dauert immer eine Weile. Türen könnt ihr auch öffnen, die haben auch eine eigene Animation, dauert also ein bisschen. Habt ihr hier hinten noch so einen kleinen Vorraum. Oder Rückraum, je nachdem. Könnt ihr auch separat Licht ein- und ausschalten. Könnt ihr auch von außen mit rein. Hier ein paar Deko-Elemente mit dabei. Ist ganz nett, die Schubkarre hier kann man mit anfassen. Jetzt nicht aktiv benutzen, aber ihr könnt sie halt bewegen. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. Dürfte ich mal bitte, genauso wie hier die Gießkanne, den Eimer. Ne? Also passt schon alles. Ne? Aber hier drinnen braucht ihr theoretisch nicht großartig machen, weil der größte Teil davon spielt sich nämlich hier im Außenbereich ab, denn hier ist einmal die Futterluke. Ne? Da können wir das Ganze reinfüttern, machen wir auch gleich, wenn ich noch immer außen rum gehe, seht ihr hier, ne, überall Colli mit dabei, alles schick, alles schön, klitscht man irgendwo durch, sogar Überwachungskameras hier mit dabei, muss man heutzutage scheinbar machen. Dann können wir hier noch Licht an und Licht ausschalten, ne, sodass wir auch hier Außenbeleuchtung haben, es gibt viele Lichtschalter generell hier mit dran. Ne, oben hier aufs Dach kommt man theoretisch auch mit drauf, klitscht man in dem Fall auch nichts runter, Klima hier mit dabei und so weiter und so weiter. Also texturtechnisch gesehen ist das sauber, passt soweit. Habe ich hier mal ein paar kleinere Dinger vorbereitet. Ihr könnt natürlich noch eine Nummer kleiner wählen, wenn ihr in den Stall irgendwie reinfahren wollt. Das Problem ist, da müsst ihr mehr oder weniger schon auf Alltimer und Co. halt setzen, weil wird eher weniger was, da sonst zur Reihe zu kommen. Wenn du das jetzt noch akzeptieren würdest, ist das Ganze... Achso, hab ich eine Palette. Ich will keine Palette, ich will hier. Dass ihr da mit reinkommen wollt, weil das ist halt schon alles relativ schmal. So, fahren wir einmal hier dran. Also, zwei Paletten hier gespawnt, ist doch immer schön. So, fahren wir einmal hier rüber, weil ihr seht nämlich schon, rein theoretisch gesehen, wäre der Klaas, das ist jetzt schon ein Kompakttraktor, schon zu hoch für das Ganze hier. Deswegen müsste man da noch niedriger sein, wenn ihr da drinnen irgendwas machen wollt. Ansonsten einmal hier den machen und dann dementsprechend ausgeben. Wird natürlich im Menü alles so mit angezeigt, wie es halt angezeigt wird, das ist klar. Na, ihr seht hier, Gesamtkapazität und Co. geht dementsprechend mit nach oben. Trigger so relativ breit, wie ihr seht. Ich haue es ja jetzt offiziell auch daneben, ne? Aber es funktioniert in dem Sinne. Und wenn ich jetzt hier einmal Stroh noch mit reinhauen will... Wenn ich es einmal hier habe, seht ihr, ist jetzt hier Triggerfläche, Stroh wird hier nicht mit angenommen. Das heißt, der muss nach drinnen. Da gibt es jetzt immer zwei Möglichkeiten. Entweder ihr versucht irgendwie euch da mit dem Dings irgendwie rein zu klatschen. Oder wenn wir hier einmal so einen ganz niedlichen kleinen Strohballen haben. Ne? Und ihr seht, ich gehe jetzt hier rein. Blub, weg ist er. Also wir haben hier im Endeffekt eine Triggerfläche dafür, dass auch Ballen in dem Falle mit angenommen werden. Könnt ihr natürlich in dem Fall aber noch größer machen, ist ja klar. So, zack. Also jetzt brauche ich wieder Superkraft hier. Wieder zu schwer das Ganze. Einfach hier rein. Und dann seht ihr hier spätestens einmal ab der Hälfte, ne, hier auf den Boden ablegen. Zack. Und dann ist dann auch das Stroh dementsprechend hier mit drin und erscheint dann hier hinten auch wiederum. Ja, mehr macht der Stall nicht, mehr soll er in dem Fall ohne machen. Ich kann immer hier in die Nacht reingehen, dass ihr euch das mal so angucken könnt, wie es halt nachts noch aussieht, klar. Ne, ist jetzt erstmal finster wie ein Bärenarsch, ist klar. Aber wenn ich hier Licht anmache,
Seht ihr, geht das Ganze eigentlich. Ne? Auch hier hinten die Beleuchtung, technisch gesehen, kann man alles machen. Ne? Kann man wirklich alles machen, ist alles soweit. IO kann auch hier nochmal Rapunzel anmachen. Ne? Also von daher, geht schon. Mehr soll es nicht machen und das, was es macht, macht es. Und das ist die Hauptsache. Wir reden ungefähr von 12 MB. Lok ist in dem Fall auch sauber. Können also nichts verkehrt machen. Wer auf der Suche nach einem relativ kompakten Schweinestall ist, ne, der wird sich, denke ich mal, hier damit durchaus wohlfühlen. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.